Aufpassen, ob er daraus gelernt hat. Das ist aber sein altes Problem. Richtig, aber er kann ihn zumindest andeuten. Da muss er wirklich in Form sein, wenn er im guten Telemark landet. Und. Ja, bitte, bitte. Ja, es war nicht super, aber das war sein Bestes, würde ich mal sprechen, in diesem Winter. Silberstreif am Horizont für den Schwarzwälder. Immer noch ist Harada, der als Sechster gesprungen ist, an der Spitze. Dufner ist die Startnummer 23. Da sieht man also, was diese 102 Meter ausgemacht haben von einer Normalschanze. Ähnliche Situation wie Jean Pro in Predator. Dritter Platz. Duffisar hat auch die Skimarke gewechselt. Probiert es einmal mit anderem Material. Jetzt der Ahonen. Der wird uns jetzt sagen, wie weit das wirklich geht. Der 12. nach dem ersten Durchgang. Bei seinem derzeitigen Anspruchsniveau ist das sogar weit hinten. Jan Ahonen, der 18-Jährige, hat den Plan jetzt damit 133 Meter den weitesten Sprung überhaupt. Und schaut gut aus, doch. Er hat halt ein irrsinniges Gefühl. Und man sieht, er hat gleich nach dem Tisch schon eine gute Position gehabt. Der Ski war schon oben, neben die Arwascheln, so wie man so schön sagt. Also er wird Boden gut machen, wird sich Plätze nach vorn springen, kommt mit Sicherheit unter die ersten 10, Janne Ahonen. Ja, 100 Meter und 1,5. Das ist jetzt der neue Spitzenreiter, gar keine Frage, vor Harada. Konnte auch nicht ewig so gehen. Also ganz nach vorn kann man nur vom 28. Platz wirklich.